Begrüße Sie bei den Weltbildern. Zum erschütternden Tod der Heimkinder in Irland kommen wir gleich. Erstmal zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russlands Präsident Putin spricht jetzt schon von der Ostukraine als neuem Staat. Novorossiya, Neurussland soll er heißen. Heute sind verwundete ukrainische Soldaten zu uns nach Deutschland gebracht worden. Aber die Separatisten kämpfen erbittert weiter für einen Zugang zur Krim über die Küstenstraße. Jetzt sind sie nur noch wenige Kilometer von Mariupol entfernt. Wie lebt man weiter in einer Stadt, die vielleicht morgen schon zerschossen ist? Die, die am schwächsten waren, wurden im Namen des Herrn noch schwächer gemacht und gedemütigt, bis sie starben. Kinder in Irland. Kinder, um die sich katholische Schwestern angeblich fürsorglich gekümmert haben. Kinder, die ihren Müttern einfach weggenommen wurden. Manche hoffen bis heute, dass ihr Kind noch lebt. Eine Irin hat das Ganze jetzt endlich ans Licht gebracht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie die Sachen, die Sie in die Altkleidersammlung getan haben, irgendwann wieder anziehen werden, nachdem die Klamotten schon in Afrika waren? Und Sie wären sogar bereit, dafür richtig viel Geld auf den Tisch zu legen? Klingt absurd, aber in etwa das passiert bereits, weil zwei Schwestern in Mosambik, die sich als Kinder niemals ein neues Kleidungsstück kaufen konnten, unsere Altkleider wieder richtig wertvoll machen. Sie haben ihr Leben riskiert, um zu wählen. Aber jetzt, ein halbes Jahr danach, haben sie immer noch keinen neuen Präsidenten. Für viele Afghanen ein Fluch. Denn übermorgen beim NATO-Gipfel in Wales kann Afghanistan so nicht über die Hilfe verhandeln, die extrem wichtig ist für die Zeit nach dem Abzug der NATO-Truppen im nächsten Jahr. Und ohne neuen Präsidenten kommt kein Geld ins Land und damit auch keine neuen Jobs. Auch in Europa, in Kroatien, gibt es kaum Jobs. Das war auch schon vor 50 Jahren so. Aber dann gab es plötzlich einen Ausweg. Viele neue Jobs in Deutschland. Klar, das Verlassen der Familie zu Hause, das tat weh und tut es manchmal auch heute noch. Manche Kinder sahen ihre Väter damals nur einmal im Jahr. Aber wer ordentlich geschuftet hat, der konnte sich was leisten. Etwas, von dem alle geträumt haben. Einen Stern. Einen Mercedes-Stern. Und den haben sie nie wieder hergegeben. So viel für heute von uns in den Weltbildern. Der Blick unserer Korrespondenten aufs Weltgeschehen und die Menschen und Geschichten dahinter. Bis nächsten Dienstag. Hier geht's jetzt weiter mit dem Bücherjournal. Viel Spaß.